Trotzdem. Einen tollen Stromgenerator hier drin. Die beißen auch nicht. Kannst du auch reinfassen. Aha. Lässt du die ab und zu mal hier durch die Wohnung rennen? Ja, durch Bord dürfen sie ab und zu mal. Aha. Mhm. Aha. Hey, Kleiner. Ja, bleib erstmal auf deiner Hand. Seit 10 Stück. Vermehren die sich immer weiter? Oder nee, sind alles Männel. Ah, ach du meine, ganze Armee. Mäusearmee. Alles Jungs. Sozusagen. Was? Die hat man aber schon selber gezogen. Aha. Also wir hatten früher mal noch eine Weibel drin, das haben wir zurückgegeben dann. Die unten ist ein Einzelner? Ja, die können eigentlich, die sind mit Röhren verbunden. Ach so, die können hier. Also das ist eigentlich alles. Volle Kanne durch, ist ja geil. Das ist alles ein Gehege. Krass. Da drüben haben sie Sandbau, das Lanes und halt durch die Röhren überall durch. Ist ja aber hart. Haha, das fetzt. Schade, gerade nicht mit drauf gehabt. Kommt noch einer? Nee, ne? Ja, doch, die gehen. Guck, doch, jetzt. Auch. Jetzt kommt noch einer. Guck mal, ob er hier rauskommt. Ja. Jawohl. Da können die überall ran, dann sind alle miteinander verbunden. Ey, da brauchst du echt keinen Fernseher mehr, oder? Nee, da kannst du gut mit zuschauen. Okay, jetzt Gleichrichterbrücke und Schwarzlicht. Das wollte ich mal drum gemacht ist. Lass mal gucken. Das hier, ob die jetzt richtig rum angeschlossen ist. Plus und Minus darf man natürlich bei einer Diode nicht vertauschen, ne? Ja, das funktioniert selten. Sonst klappt es nicht. Irgendwie. Die ist aber ordentlich hell. Ja, das ist interessant. Ja, du musst ja hier gar keine Erde anfassen, ne? Ja, wenn ich jetzt... Wenn du anfasst, wird es trotzdem viel. Ja, das ist halt aufgefallen, dass das Schwarzlicht ist. Das scheint anscheinend hier, also das ist eine stinknormale, kann man mal zeigen. Schwarzlichtröhrenlampe, ha. Genau. Einfach nur Gleichrichterbrücke? Ja. Einfache Gleichrichterbrücke. Und dann ohne, dass man das Minus oder irgendwie eine Erde angeschlossen hat, leuchtet die schon. Wenn wir die Erde jetzt noch anschließen, ja, dann ist die noch viel, viel heller, ne? Dann ist die, ich tue sie mal kurz abstecken hier. Mhm. Das klappen, oder? Natürlich ein interessantes Detail, ne? Die einfach am anderen Ende dann Ferritkern mit dran gewickelt. Einfach bloß, da hängt einfach bloß daran. Also das ist eigentlich nichts. Also ein bisschen was bringt. Ja, das würde auch ohne ein bisschen gehen, aber. Ja, ja, das würde auch ohne dem gehen. Aber nicht so. Wenn ich das dann noch an der Erde ranpacke. Mhm. Oh ja. So, mal schauen. Ja. Eine ordentliche Erde. Guck, da drüben haben wir eine von der Schildsoße, die können wir nehmen. Oh ja. Ja. Und jetzt kommt was ganz Interessantes dazu, wenn man jetzt langgreift, wird sie leicht, also ich weiß nicht, ob man es erkennt, dann wird die leicht dunkler sogar. Ja. Wenn man die berührt, dann wird die, dann also die flackert dann, also sie wird mehr dunkler als heller. Was ja, wenn man jetzt die Erde nicht dran hat und man greift dann, dann wird sie eindeutig heller. Mhm. Und wie gesagt, das funktioniert also auch oben mit der anderen Lampe. Da oben, die hatten wir damals auch dran. Mit der hier? Mit der, also wenn ich das jetzt daran anschließen würde, können wir auch mal probieren. Und was ist da unten drunter jetzt? Energiesparlampe. Ja gut, jetzt ist halt schade, dass man das so schlecht sieht dann, ne? Aber sie leuchtet auf jeden Fall auch. Ja. Bei so einer normalen Energiesparlampe. Ja, so eine, wie so eine Röhre oder was da drin ist. Ah. Das sind hier so eine. Ah, zwei Halbröhren. Mhm. Ja. Okay. Geht aber eigentlich auch. Es geht mit so vielen. Ich habe das hier schon überall mal probiert. Zum Beispiel, was ganz seltsam ist, dass es hier teilweise auch geht. Einfach bloß an dem Metall vom. Während das eingeschalten ist dann? Nee, wer es aus war. Das war schon mal. Aha. Mal schauen. Eine Seite Erde. Und du das sozusagen. Was macht das denn halt? Doch ein bisschen hier. Jawohl. Also da ist kein Saft, gar nichts drauf. Tschüss.
Aber es funktioniert. Auch wenn ich hier die Lampe wieder ausschalte? Das steckt schon. Ja, immer noch. Tatsache. Also, ich habe bis jetzt keine Ahnung, wo die Energie dafür herkommt, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich eine. Und die ist auch nicht angeschaltet. Also, jetzt, wenn ich sie anschalten würde. Ja, normalerweise. Trotzdem leuchtet es an der Stelle. Müsste ja die Erde. Mit der hier verbunden sein, ne? Normalerweise, jawohl. Ja. Aber weiß. Ich hatte noch andere Sachen. Ich gehe jetzt hin dann noch. Dafür muss es aber an sein, glaube ich, bei dem hier. Muss es an sein. Das ist mit LED unten dran. Aha. Wenn ich das jetzt unten dran einfach bloß anhalte, also ich drücke das hier ran. Das ist nur LED? Das sind ja nicht mal irgendwelche. Nee, das sind nur LEDs drin. Was ist das? Hier ist was los. Ja, schon seltsam, ne? Aha. Aber halt, wie gesagt, die schwarzen Lampen, die funktionieren am besten. Also mit denen kann man wirklich... Ja, da war es wirklich extrem hell gewesen. Ja. Du ja noch also, mehrere. Was man aber sagen muss, wenn ich jetzt den einen Draht bloß hier ranhalten würde, also bloß so hier ran, da funktioniert es nicht. Also es geht wirklich bloß, ich habe hier auch wirklich bloß einen Kupferlackdraht drum gewickelt, der mit nirgends verbunden ist hier. Ich kann das einmal mit hoch und da ist halt der kleine Ferritkern dran. Mhm. Ne? Und davon habe ich mir einfach ein Ende genommen, habe das ein bisschen abgebrannt, damit es halt... Kontakt hat, ne? Kontakt hat, genau. Ja, hat schon wieder geleuchtet. Da ist eine Kontakt hier irgendwo zusammen. Ja. So, und also, wie gesagt, ja, da ist eigentlich noch gar nichts weiter dran. Das leuchtet schon sehr gut. Wenn man es mit der Hand angreift, dann wird es auch leicht heller. Mhm. Ja, du bloß im Endeffekt hier. Ja, aber das ist auch ohne Hand überhaupt schon leuchtet. Das hatte ich ja noch nie gehabt, selbst mit einer roten. Und das ist eine blaue LED hier. Die braucht ja noch viel mehr als so eine rote LED. Ja, eine blaue. Und wie gesagt, mit einer Erdung ist das Ding halt unschlagbar hier. Da kriegst du ja schon ordentlich. Ja. Und sobald man halt die Schwarzlichtlampe ausschaltet, geht auch das aus. Ja. Also hat definitiv was mit der Strahlung hier um die Lampe zu tun. Ja, also irgendwie tut die... Diese Wicklung, aber ich habe es auch schon mal probiert, noch mehr Wicklungen aufzumachen. Bringt dann jetzt ja viel mehr. Gar nichts, nee. Im Gegenteil, ich habe dann auch probiert, welche parallel zu schalten. Mhm. Einfach bloß noch mal eine separate Wicklung drum. Mhm. Da ist die dann automatisch automatisch schwächer geworden. Aha. Die teilen sich also irgendwie. Das teilt sich dann auf. Ist hier in Energiefeld, was im Endeffekt die Gleichrichterbrücke im Endeffekt dann aufnimmt. Mhm. Die Erde braucht es ja. Damit im Endeffekt irgendwo noch ein Minus entstehen kann. Fluss ist, ja. Damit man im Endeffekt. Aber dass es selbst ohne Erde geht, ist auch schon erstaunlich. Ja, dass es sich dann irgendwie ein Minus über die Luft holt oder sonst was. Ja, oder. Das wird schon irgendwas Hochfrequentes dann sein, was wir gar nicht so einfach mitkriegen. Ne? Also das ist schon. Das war das Anfang, was ich immer mal getestet habe. Deswegen denke ich auch, dass Gleichrichterbrücken immer irgendwas ganz Spezielles noch mit haben. Ja, mir gefallen die auch irgendwie. Ja, die müssen irgendwas muss da sein, wegen was das so gut funktioniert. Weil man hat wirklich keinen Kontakt mit irgendwas. Ja, wir könnten das jetzt auch separat noch machen. Ich könnte auch noch einen neuen Draht herholen, noch mal wickeln. Wegen Verschwörungstheorien und alles, was ja. Ja. Da hängt eine Batterie drauf, eindeutig. Und wo ich den Lamp ausgeschalten habe, ist die automatisch umgeklemmt worden oder was? Nee, hier wirklich nicht, ne? Nur Ferrit. Und ein bisschen Draht. Mehr ist es nicht. Ha! Ja. Haben wir. Nicht eingeschalteten Zustand. Und wenn ich das jetzt einschalten würde. Tja, 19 Volt. Ja, und wenn ich da jetzt ans Ende noch mit lang greife. 22 Volt. 21. So, aber das ist keine. Das ist bloß, also das ist die Kurzschlussspannung ist wesentlich weniger. Mhm. Sobald ich einen Verbraucher ranhänge, bricht es übel zusammen. Aber da kommst du vielleicht auf 2 Volt, 3 Volt. Mhm. Auf mehr komme ich nicht. Aber immerhin. Na, oder also das Größte, was ich mal hatte, waren 3 Volt. Ich habe dann auch teilweise probiert, im Endeffekt die Gleichrichterbrücke anders anzusteuern. Man kann es nämlich auch noch anders machen. Also die funktioniert zum Beispiel auch noch, wenn man, ich glaube, wenn man das hier miteinander verbunden hat, dann ist es sogar noch mehr geworden. Ja? Jetzt haben wir, also ich greife da bloß ran, 24 Volt. Mhm. Wenn ich loslasse,
21 Bar. Also das bringt schon was, aber das ist irgendwie eine Pseudospannung. Ja, also das zeigt es dir zwar an, wenn ich jetzt loslassen würde, wäre es wieder weniger. Also je mehr Kontakt das irgendwie hat, dann umso besser wird es. Ja, ja. Wir können mal auf Wechselspannung schalten, da zeigt es uns nichts an, also ist es Arcane. Ja, zumindest nichts, was hier bei 50 Hertz rumwuselt. So. Ja, gut, das kann man eigentlich in eine Tonne treten. Ja. Das fand ich aber auch sehr interessant, dass es halt bis auf, also ich glaube, ich hatte es mal bis auf 32 Volt oben. Und hatte halt ja, wie gesagt, einen Kondensator mal angeschlossen und der war bis 14 Volt dann voll. Aha. Also ich sag mal so noch 5 Minuten oder so. Aha. Länger habe ich es nicht probiert. Ja. Ja, muss man halt wirklich mal hier einen Eingang ganz, ganz genau messen, ob der sich erhöht oder nicht, ne? Ja. Ja, wir können von mir aus mal einen nachhängen in der Zeit, wo wir sind. Ein Kondi, ja. Genau. Ich habe noch wieder da, da müssen wir halt mal der Eingangs, also am Anfang mal messen, was drin ist. Eindeutiger Kurzschluss. Jupp. Das ist alles wegen zusammengelötet hier. Wie rum ist denn anschließend? Ja, schon. Wir machen es einfach mal. Das mal hier ran. Das tun wir hier ran. Und jetzt haben wir im Endeffekt ja auch keine. Jetzt ist auch die Kurzschlussspannung weg. Ah, du musst doch andersrum anschließen. Oder du musst so rum anschließen. Achso, wegen plus minus. Ja. Lass mal gucken, was wir angewählt haben. So, jetzt sind wir nicht bei. Ja, es baut sich trotzdem auf. Siehst du ja. Ja, der lädt sich schon verkehrt rum. Aber nicht so rum, wie er sich laden sollte mit dem Elektrolyt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es andersrum auch besser. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also wir können ja auch umdrehen. Ja. Ja, auch ein Elektrolytkondensator lädt sich auch andersrum auf. Ja, 3 Volt. Ja, ich könnte mal drauf hängen lassen, mal gucken, wie wer da hochkommt. Also ist schon ein bisschen was. Ja. Es ist schon ein bisschen okay, was. Machen wir mal meinen krassen Test hier. Elektrolytkondensator verkehrt rum angeklemmt und wird geladen mit einer Schwarzlichtlampe. Ja. Ja. Wahrscheinlich auch so oft noch gar nicht gemacht. Ne? Nee, müssen wir alles mal probieren. Wenn wir das jetzt sogar noch an der Erde miteinander stecken würden hier. Ach, dann würde es noch schneller gehen. Ja, dann haben wir sogar noch mehr. Hier ist die Erde. Genau, hier haben wir die Erde. Können wir nochmal schauen. Mhm. Mal rankriegen jetzt. Ja, jetzt sind wir schon bei 5, 6, 5 Volt. Gleich 6. 6 Volt. Aha. Ja. So, lass mal einfach mal hängen, mal gucken, wie weit er hochkommt. 50 Volt gehen. Ich hab bloß hier 5 Euro Ding. Ja. Du hast ein hochwertigeres. Kommt drauf an. Ja, doch. 39,95 glaube ich. Ja. Ja, besser als 5 Euro. Kannst du am besten an der Gleichrichterbrücke. Ich mach halt das mal. Genau. Ja. Ich bin aber kein guter Filmer, sag ich gleich. Ah, es gibt dann so ein Anti-Shake-Programm. Kann man nachträglich alles bearbeiten, kein Problem. Ich tue mal hier bitte den Lüftenfeuchter zur Seite schieben. So, mal gucken, wo wir sind. Ach nee, jetzt haben wir ja Plus und Minus auf der anderen Seite. Ach nee. Ja, minus 6,06. Und es sinkt, wenn ich das Messgerät dran habe, ne? Lass ich das Messgerät jetzt wieder los. Jawohl. Das kenne ich irgendwo her. Das habe ich dann über eine Nacht so ein Kondi auf 320 Volt aufgeladen. Ach so? Also 200 Volt in Reihe hatte ich gehabt. Und habe es über eine Nacht zwischen Erde und Erde, so wie es bei dir hier vorne eigentlich gewesen ist. Mit deiner. Ja. Ah, und dann am nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, war er bei 320 Volt. Da ist mir dann gesagt worden, das sind dann irgendwie die Scheitelspitzenspannungen von unserem normalen Hausstromnetz. Das hat ja 230 Volt normalerweise, aber in der Spitze hat es angeblich 320 Volt. Und wenn das durch Induktion dann auf der Erde gelegt wird und du das dann mit einem Kondi abfasst, dann können das also hohe Voltzahlen werden. Dann kannst du bis 320 Volt einen Kondi laden. Oh. So. Das ist absolut sporadisch zusammengebastelt alles, ne? Naja, aber wenn das wirklich mit einer leeren 9-Volt-Block geht. Die habe ich jetzt wieder geladen mittlerweile. Das ist halt aber.
Ja, wir trotzdem, ich habe meinen mit 9 Volt nicht hinbekommen. Kann ich ja zeigen, wir haben hier ja ein schönes. Jetzt auf 12 Volt stehen. Gehen wir mal, keine Ahnung, auf 8 Volt. Und dann ist das der Minus. Das ist der Minus. Ja. Das sollte der Plus sein. Da ist, wie gesagt, die zweite Wicklung noch gar nicht mit dran. Also die, das ist die zweite Wicklung, die ist gar nicht mit dran. Aha. Das ist jetzt nur die Powerwicklung sozusagen. Die das ist eigentlich nur die Powerwicklung. Ja, hast du eine Stellerei? Ja, passt doch mal. Ist die ruhig angeschlossen? Ja. Ah, Strom brauchen wir natürlich. Ja, weil das klingt besser. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt die eine Wicklung, ich kann sie jetzt einfach bloß mal so ein bisschen hier raus drücken, wenn wir das wollen. Das ist sozusagen der Minus. Und hier kann ich auch ins Plus gehen. Ah. Ja, da, man sieht ja, was er zieht. Wir haben 8,1 Volt und 0,1 Ampere. Man sieht auch, es blitzt da ordentlich. Ja. Wenn ich das jetzt wegnehme, dann sind wir von der Voltzahl und von der Amperezahl gleich. Ja, es schwankt, aber. Sagen wir, das sind jetzt 8 Volt. Könnte ich den auch noch höher? Das ist eigentlich auch schon erstmal eine Adresse. Schwankt immer zwischen 0,9 und ja. 0,12 hin und her. Ne? So, man kann das vielleicht sogar noch ein bisschen schneller machen. Wenn man den hier, manchmal ist es einfach bloß hier. Muss ich manchmal ein bisschen selber legen. Ne? Läuft sich dann von selbst ein. Ja, der tut sich halt, das ist sehr, sehr weicher Draht, den ich hier genommen habe. Und hier, der ist ein bisschen härter. Ja, dann hier die Litze fein rangebildet. Ist auch eine gute Möglichkeit, Mensch. Aha. Ja, wie gesagt, einfach bloß ein U. Wird dort gemacht. Hat bloß einen aufgeklebt und im Endeffekt mit dem hier, der ist ganz fein. Da, mit dem kann man eigentlich gut einstellen dann. Es ist halt wirklich, es muss aufs Mühe genau passen im Endeffekt, wann der schaltet. Ich sag mal bei 8 Volt, wenn wir die erste Spannung, wenn wir die erste noch mit nahe nehmen hier. Ja, dann rennt er ordentlich, ne? Dann hat er bei 8 Volt schon ordentlich, aber dann kann man sogar noch weiter runter gehen. Der zieht jetzt schon 80 mA? Ne, das ist die Zusicherung, also das ist sozusagen. Wenn man jetzt gar nichts dran hängen würde, wäre das so. Das ist sozusagen der Grund. Aber wenn du dann eine Last dran hast, dann zeigt er das richtig an. Aha. Ansonsten ist es immer so, was er als. So. Können wir jetzt einfach hier mal. Oder du jetzt mal hier an den. Das ist jetzt sozusagen einfach parallel geschalten. Ja, da rennt der Treiber besser. Und da kann man sogar noch ein bisschen runtergehen. Bei 7 Volt. So, jetzt haben wir gleich 6 Volt. 6 Volt sind wir jetzt so. Ja, das ist nicht viel eigentlich, ne? 6 Volt? Nö. Das ist wirklich nicht viel. Aber was wir auf jeden Fall halt noch machen wollten, war im Endeffekt mal zu schauen, wegen der Batterie. Genau, ob das an den Messgeräten liegt. Genau. Oder so, an den Batterien. Also ich habe zu Hause Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Da hat es nicht funktioniert. Wir haben ja vom Lippi gehört, dass es bei normalen Batterien funktionieren sollte. Müssten wir jetzt halt mal ranhalten. Du kannst ja dann mal andrehen, ich halt mal ran und dann. Okay. Du hältst. Aha. Krass. Jawohl, das ist jetzt. Ja, und wenn du auf 200 Volt schaltest, also die Anzeige auf 200 Volt, dann sieht man noch. Ach,
du meine Nase. Also passt irgendwas nicht. Nee, da passt so, und jetzt, irgendwas. Und jetzt nicht. Der Spaß. Bloß mal so. Er hat nur ein Plus dran. Ich kann den mal hier daneben legen. Hier ist der Minus. Also scheint es wirklich irgendwas von den Messgeräten zu sein. Oh ja. Das ist ja nicht Inhalt, ne? Oh ja. Aber die Batterie habe ich jetzt, bloß mal so, die Batterie, wir können mal gucken, was er an Spannung hat. Batterie habe ich jetzt eine halbe Stunde oder so, oder was die jetzt dran hing. Ja, verkehrt rum. 9,2. Ja, ist schon relativ voll. Ist schon relativ voll. Naja, nehmen wir mal noch zwei andere Messgeräte mit dazu. Ja. Ne? Das wäre halt jetzt interessant, was die anderen Messgeräte da sagen. Ne? Genau. So, das ist Plus. Ja, rennt. So, haben wir das Messgerät. Und hier haben wir die Strippen. Kannst du mal bitte. Ja. Das ist immer auch konstant hier. Ne? Ja, hier spinnt er nicht rum. 9,25, 9,26, 9,28. Mal ausschalten, mal gucken, was wir in Ruhe überhaupt haben bei der Batterie, weil ich dachte, vorhin hatten wir nur 9,20 gehabt. Ja, das war auch mein Messgerät, mit was wir das. Das war mein Messgerät, mit was wir das getestet haben, das hier wird genauer sein. Mal gucken, ob es mehr. Obwohl, jetzt zeigt er auch. Ja, das ist ein Millivolt hier. Achso, gut. Ah ja, 9,30, 9,31. Das aber auch also mit dann, ne? Dem Messgerät ist es im Betrieb, also geht die Batterie niedrig. Also liegt es wirklich am Messgerät, mit welchem Messgerät man das Ding hier dann durchmisst an der Quelle. Messgeräte, die kommen dann wahrscheinlich durch die Schaltzahl nicht einfach nicht mehr hinterher. Ja, die sind wahrscheinlich dann... Ja. Die bringen da einfach bloß noch Kauderwelsch zusammen. Oh ja. Und selbst bei Wechselspannung... Also das sind die richtigen freie Energiemessgeräte sozusagen hier. Ja, die messen alles. Jawohl. Also selbst bei Wechselspannung auf 250, je höher man macht, desto höhere Werte zeigt er einen an. Oh ja, sogar im Hochvoltbereich. Genau. Haha. Ja, aber halt wie gesagt, mit den richtigen Top-Messgeräten, wie es man nennt. Mit denen jenseits der 10-Euro-Grenze. Ja, das sieht man auch, wie es abbaut. Mhm. Genau. Ja. Also, entbastet. Entbastet, kann man sagen. Jawohl. Trotzdem, transistorloser Motor, Mensch. Der relativ gut läuft. Ja, Wirkungsgrad her, also hat schon ganz schön Bums, muss ich sagen. Den kann man auch so leicht gar nicht anhalten. Drehzahl kann man hier dran steuern. Sozusagen, oder ausschalten. Ein schönes Teil. 4,1. 4 Volt. 3,9. Ja, 3,9. Ganz 3,9. Ja, jetzt sind wir schon auf einem Handy-Akku. Auf einem Handy-Akku-Niveau. Ja, aber das ist ja sehr langsam, ne? Das ist ja sehr lang. Aber oh, läuft noch. Aber für mechanisch. Also Stromaufnahme. Finde ich ganz schön. Ja, das ist auch, wie gesagt, vielleicht nicht so gutes. Mal gucken, wir können vielleicht nochmal schalten. Also dass er nicht zweimal pro Umdrehung schaltet, sondern viermal eventuell. Da wird der Verbrauch aber eigentlich auch höher dann. Da wird der Verbrauch höher, genau. Müsste aber viel mehr Bums dann haben. Bei mir geht es ja darum, irgendwas Transistorloses als Motorantrieb zu machen. Ja, wenn du einen transistorlosen Motorantrieb hast, dann brauchst du eigentlich bloß die Hälfte zu schalten. Die Hälfte zu schalten. Hm. Je länger der Schaltweg wird, desto mehr Bums kriegt der auf. Genau, dann können wir dann hier auch noch das hier dann so. Genau, also du bräuchtest im Endeffekt, dass deine Drehzahlsteuerung. Müsstest halt längere Schaltwege dir einfallen lassen. Aha. Oder halt, das wäre auch möglich, wenn man im Endeffekt einfach bloß dann eine Platte macht, eine Kupferplatte aus Kupferblech, wo dann im Endeffekt da dran kratzt an der Stelle. Ja, oder dann mit Kohlenklei das abknüpft. Oder genau. Aha. Oder halt Klei. Da sind wir dann wieder bei unserem Graphit und Kupfer. Also gibt noch einiges zu tun demnächst. Schön. Ja. 12 Volt, ne?
Ja, ne. Cool. Können wir mal Licht ausmachen, mal gucken, ob wir es draußen sehen. Jo. Ja. Das war eigentlich gut. Ja, geil sieht es natürlich schon aus, ne? Da will ich gar keine Transistoren mehr haben. Ich meine, wenn ich jetzt nur wegen der Optik. Wenn ich jetzt höher gehe, mit der Voltzahl, wird er nicht viel schneller. Ah, oh, ist ja bei 14. Ja, das liegt aber daran, dass meine Kontakte einfach zu lasch sind. Und die ist dann ab einer gewissen einfach zu stark wegdreht. Aber für weniger Volt ist das einmal frei halt, ne? Dann können wir mal wieder Licht anmachen. Wenn ich den jetzt anhalte, zum Beispiel jetzt haben sich die Kontakte bei mir schon wieder stark verstellt. Da muss man die dann wieder ein bisschen land drücken hier. Ja, ist schon besser. Ja, dann bringt er gleich, also wie gesagt, umso mehr Geschwindigkeit drauf kommt, umso mehr Kraft kommt auch auf die Nerven, dann verstellen die sich mit der Zeit. Das ist halt schade. Aber so simpel, so einfach. So geil. Jetzt.